Ich freue mich unglaublich, heute mal wieder als Scientist for Future mit stehen zu dürfen und vor allem Transformationswissenschaftlerin. Warum sage ich das so dazu? Ich sage das so dazu, weil immer mal wieder Menschen aufkommen und sagen, was hat denn die oder der dazu zu sagen? Die ist ja gar nicht Klimaforscherin. Die macht ja nur politische Ökonomie oder Psychologie oder Soziologie. Und da halten wir natürlich dagegen. Alle Disziplinen müssen mitmachen, wenn wir dieses Problem lösen wollen. Denn wenn wir dieses Problem genau angucken, sehen wir ziemlich genau, es ist kein Umweltproblem. Es ist ein Gesellschaftsproblem. Und das ist eine positive Nachricht, weil unsere Umwelt ist eigentlich wunderbar da für uns. Und wir haben es in der Hand, die Dinge zu ändern, die wir ändern müssten, damit wir sie auch langfristig so intakt erhalten können. Ein bisschen tragisch ist ja, dass wir das eigentlich auch seit 30 Jahren wissen. Denn es gibt den Grund. Super. Ich schrei rein. Also, eigentlich ist es ein bisschen tragisch, dass wir das seit 30 Jahren wissen. Denn 1987 gab es den Brundtland-Report. Der hat einmal genau das gesagt, was ihr heute einfordert. Dass nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung bedeutet, die die Bedürfnisse der heutigen Generation so befriedigt, dass die Grundlagen der Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen nicht in Frage gestellt werden. Im Klartext heißt das, nicht weiter auf Kosten unserer Kinder zu leben. Und es gab noch zwei weitere ganz wichtige Punkte da drin. Und der eine, der war, dass die Bedürfnisse der Armen und der Ärmeren auf dieser Welt Priorität genießen sollten. Und der zweite Punkt, und das ist der, womit ich bei den Sozialwissenschaftlern ankomme, ist der, dass auch Brundtland schon festgestellt hat, dass wir die technologischen und sozialen Praktiken der Menschen verändern müssen, damit sie nicht weiter die regenerative Kraft der Natur stören und zu zerstören. Und das heißt für uns doch, dass wir ein Wirtschaftssystem brauchen, was nicht erst Gewinne scheffelt, um dann ein paar Euro in Umweltschutz zu stecken, sondern eine Wirtschaft, eine Gesellschaft zu schaffen, die Nachhaltigkeit bei Design anbietet. Und darum sind wir heute hier. Und genau deshalb haben sich bei Scientists for Future eben auch nicht nur die Klima- und Umweltwissenschaftler zusammengetan, sondern auch all die, die dabei mithelfen können, die was von Ökonomie verstehen, von Soziologie verstehen und die alle gemeinsam aufzeigen, dass andere Zukünfte wunderbar möglich sind und auch wünschenswert sind. Und das ist die Botschaft, die wir immer wieder nach vorne tragen. Es ist nicht einfach, diesen Transformationsprozess anzugehen, aber es ist möglich und es ist wünschenswert. Und genau die möchte ich gerne heute hier mit euch lassen, weil ich glaube, dass wir dann auch vom Wissen zum Wollen überschreiten können. Denn ich wünsche mir eine Gesellschaft, die sich wieder ihrer biologischen Wurzeln erinnert und die Sicherheit spürt, die der Erhalt unserer Ökosysteme für uns bedeutet. Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, all das ist doch genau integraler Teil unserer Umwelt. All das, was uns lebendig hält, ist unsere Umwelt. Deshalb wünsche ich mir, dass wir nicht mehr Ausbeuter, sondern Treuhänder dieser Umwelt werden. Und dass wir sie würdevoll teilen lernen. Denn dann kann auch die Angst vor Ressourcenkonflikten, Verteilungskämpfen und auch Fluchtursachen sinken. Ich wünsche mir, dass wir unsere Bildungssysteme so revolutionieren, dass Kinder und Erwachsene diese Treuhandschaft annehmen können und gerade in der bedrohlich wirkenden Zukunft wieder als zuversichtliche Akteure gemeinsam an ihrer Erschaffung wirken können. Ich
Ich wünsche mir, dass wir die Ziele, Abläufe und Anreize in unseren Organisationen und Institutionen wieder so ausrichten, dass sie auch Menschen ein gutes Miteinander erlauben und Regeneration. Und dass sie uns wieder daran erinnern, was die wahre Kraft der Menschlichkeit ausmacht. Ich wünsche mir, dass wir damit Schuldzuweisungen, Feindbildsuche und Kampfrhetorik übereinhegen können und stattdessen Brücken zwischen Unterschieden bauen und vor allem über uns selber hinauswachsen lernen. Ich wünsche mir, dass Geld und Technologien wieder Mittel zum Zweck werden und dass unsere wirtschaftlichen Kennzahlen auch das abbilden und unterstützen, was Gesellschaften lebenswert und nachhaltig machen. Ich wünsche mir, dass jede CEO und jeder Banker wieder gute Gewissens abends verirren und seinen Kindern am Bett sitzen kann und sagen, du willst wissen, was ich heute gemacht habe? Ich habe heute dazu beigetragen, dass die Bedürfnisse deiner Generation gesichert werden. Und ich weiß, dass das alles total viel Zeit, Arbeit und intensives Dranbleiben braucht. Aber was, wenn ich diese Wünsche und diese Ideen für unsere Zukunft, sind es wert, um jeden Tag morgens aufzustehen und zu sagen, ich bin dabei. Und deshalb werden wir Scientists nicht aufhören, die Wege in eine solche Zukunft, die möglich ist, aufzuzeigen. Und euch, liebe Fridays, brauchen wir eure Energie, eure Vision und vor allem eure Willenskraft, damit ihr uns Wissenschaftler wieder Hoffnung gibt, dass aus dem Möglichen das Machbare und das Gemachte wird und wir in diesem Sinn zusammenwirken. Vielen herzlichen Dank. Jawohl, ein Riesenapplaus an Maya Kürkel. Vielen Dank.